Ich weiß, dass hier ein jeder spricht. Sag mal, Chef, warum muss ich dann diese scheiß Rolle immer hochhalten? Das ist das Einzige, was so. Ich weiß, dass hier ein jeder spricht. Ein böses Mädchen kann es nicht. So habe ich mir auch stets gedacht, zu Haus und anderswärts. Wer einen guten Braten macht, hat auch ein gutes Herz. So, wiederholen Sie mal. Ich habe noch gedacht, jetzt kommt der Ritter Fips und das Hirn. An einem Sonntag frug Klein Fips seine Mama: Mama, was gibt's denn heute zum Essen sozusagen? Darf ich das mal fragen? Und gewiss, sprach sie mit mildem Glanz im Auge, heute gibt es ganz was Feines. Heute gibt es etwas für verwöhnte Mägen und für den Verstand. Heute gibt es Prägen. Und du, mein Sohn, kriegst gleich eine doppelte Portion. Ne? Steh mal auf. Jetzt sag ich das mal zu dir. Schlussfolgerung. Nicht selten, dass lernt uns die Erfahrung, das Hirn gebraten, Geist genabt. Nicht? Du machst es aber gegeben, Chef. Also kurz hat er gefrischt von Rost, ist da um alte Hausmannskost. So, wie komme ich jetzt zum Zahn? Ach so, die alten Zähne. Die alten Zähne wurden schlecht, nicht? Man begann sie auszureißen. Ja, die neuen kamen gerade recht, um mit ihnen ins Gras zu beißen. Ja, die heute mit der Freund, ja, die heute mit der Freund.